mit einem interessanten Thema, das sich da nennt Automatisierung im Off-Highway-Sektor. Wir wollen einmal schauen, wie stark der Off-Highway-Sektor bisher schon automatisiert ist und wie es weitergeht. Und das ist die Agenda, die ich für heute mal geplant habe. Zunächst schauen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit und dann der Stand der Dinge. Wo befinden wir uns denn heute? Und schauen auch noch mal ein bisschen in die Zukunft. Und an diesem kleinen Symbol unten rechts, vielleicht auch schon ein Hinweis an die Moderatoren an der Stelle, an dem kleinen Symbol unten rechts sehen Sie auch, dass ich da am Schluss noch ein paar bewusste Fragen an das Publikum vorbereitet habe. Ich hoffe, wir schaffen es vielleicht, alle zu aktivieren und auch nicht nur eine Fragerunde zu dem Vortrag zu starten, sondern vielleicht auch eine kleine Diskussion, weil in die Zukunft blicken, da gibt es keine Wahrheit, da gibt es nur Trends, da gibt es nur Annahmen, Vermutungen. Deswegen die Dinge, die ich vorstelle mit dem Blick in die Zukunft, sind nur Trends, das sind keine Fakten in dem Sinne. Deswegen würde es mich oder uns an der Stelle dann auch freuen, wenn wir Ihren Input etwas bekommen könnten, um dann im Austausch zu sein. Also da schon mal die Vorbereitung. Da können Sie sich während dem ganzen Vortrag jetzt entspannt zurücklegen und sich schon die ein oder anderen Gedanken machen für die Diskussionsrunde am Ende. Wir starten mal in der Vergangenheit, so um die Jahrhundertwende, Vorkriegszeit noch, wo alles im Handarbeit gestartet ist. Sie sehen auf diesem aus dem Feld viele, viele menschliche Arbeitskräfte. Das ist ja nur ein Bildausschnitt. Dort liegt gemähtes Getreide und die Menschen sind gerade dabei, sogenannte Garben zu binden, um diese Garben dann im nächsten Arbeitsschritt auf den Hof zu fahren und dort mit Dreschlägeln auszudreschen. Sie haben das vielleicht auch schon mal gesehen. Also sehr, sehr viel Handarbeit, sehr viel menschliche Arbeit. Das war sozusagen der erste Schritt, wo wir von der Landwirtschaft herkommen. Und dann ging es schon los, dass man zum einen mechanisiert hat und auch Tiere mit eingespannt hat, um diese Arbeitskraft zu unterstützen. Und Sie sehen es auch hier. Wir haben jetzt zwar drei Tiere im Einsatz, aber auch nur noch eine menschliche Arbeitskraft. Und was auch noch bezeichnet ist von dem linken Bild zu dem nächsten Bild, dass wir Schritte kombiniert haben. Also sonst wurde es erst gemäht. Sie sehen das liegende Getreide links und dann gebunden. Und hier haben wir jetzt einen sogenannten Mähbinder. Das heißt, er mäht und bindet gleichzeitig die Garben und legt diese Garben ab. Unten rechts im Bild sehen Sie schon gebundene, abgelegte Garben. Wir haben also mechanisiert, wir haben Tiere mit eingespannt und wir haben Arbeitsschritte vereint. Der nächste Schritt, den sehen Sie dann hier. Zu der Mechanisierung kam dann auch noch die Maschinisierung dazu, sodass es also nicht mehr die teilweise vielleicht auch ein bisschen unverlässlichen Tiere waren, die genutzt wurden, um die Maschinen anzutreiben, sondern dann die Traktoren kamen auf. Sie sehen an diesem Traktor, im Prinzip wurde eigentlich nur die Pferde, die Tiere wurden durch den Traktor ausgetauscht und der Mähbinder ist dann vom Traktor gezogen. Sie sehen unten links im Bild eine Dreschmaschine auf dem Feld stehen, die über einen Riemen angetrieben ist und dann nicht mehr die Hand Arbeit mit Schlägeln zum Ausdreschen der Garben, sondern das wurde dann mechanisiert gemacht, sodass man auch hier wieder Maschinen eingesetzt hat, auch wieder einen Produktivitätsfortschritt erzielt hat. Dann der nächste Schritt, das sehen Sie hier auf dem Bild, das sehen wir auch wieder große Meilensteine sozusagen. Zum einen die Mechanisierung ist weiter fortgeschritten, weil wir jetzt Maschinen haben, die nur für diese Getreideernte zur Verfügung stehen, beispielsweise diese Mähdrescher. Die zwei Bilder davor, die Traktoren, die sind ja universell einsetzbar, also nicht nur für die Getreideernte. Hier jetzt kam es auf, dass der Mähdrescher aufkam, also dass eine Maschine nur für die Getreideernte zur Verfügung stand. Es gab am Anfang auch noch vom Traktor gezogene Mähdrescher. Also diesen Mähdrescher heißt, so wie es der Name dann auch schon sagt, das ist der zweite große Meilenstein, dass wir wieder Schritte kombiniert haben. Wir haben jetzt ein Mähen, das sehen Sie vorne im Schneidwerk. Das Gut wird dann über den Einzugskanal in den Mähdrescher gegeben und dort gedroschen und auch eine Schwadablage wiederum gemacht. Das heißt, wir haben diese Schritte, was Sie davor noch getrennt hatten mit Mähen und Binden und dann Ausdreschen, haben wir nun in einer Maschine vereint. Und nun kommen wir dann auch schon zum letzten Bild. Da machen wir jetzt einen größeren Sprung in die heutige Zeit. Auch da sehen Sie nochmal einige Veränderungen. Nicht nur, dass das Bild jetzt farbig ist, das ist der wohl kleinste Unterschied aus der Landwirtschaftssicht betrachtet, sondern Sie sehen auch zum einen die Arbeitsbreite. Bei so einem modernen Lexion-Mähdrescher haben wir eine Arbeitsbreite in so einem Schneidwerk bis zu 13,80 Meter. Sie sehen, das hat sich also auch die Arbeitsbreite stark geändert. Auch der Komfort. Wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie schon mal so eine Getreideernte dabei waren und da mal vorne auf dem Mähdrescher ohne Kabine, ich kenne das noch von meinen Großeltern, die hatten tatsächlich einen Mähdrescher ohne Kabine, wenn man da als kleiner Bube immer mitgefahren ist, es hat unheimlich gestaubt, es war unheimlich heiß und da geschwitzt hat. Sie können sich vorstellen, wie man da am Abend geklebt hat und der ganzen Staub an einem dran war. Und jetzt die klimatisierte Kabine ist doch auch im Komfort schon ein großer Fortschritt und auch die Maschine an sich.
Also die Maschine an sich, so ein moderner Lexion, trischt fast für sie allein. Es hat sich auch dahingehend gewandelt, dass sie nicht mehr den Mähdrescher einstellen müssen. Sie müssen also nicht mehr das Dreschwerk einstellen, sie müssen nicht mehr die Reinigung einstellen, sondern können einfach einstellen, ich möchte diese Getreide- oder Fruchtart dreschen, ich möchte eher ein bisschen auf Durchsatz gehen, also mehr Leistung, ich möchte eher die Austauschverluste verringern, und die Maschine stellt sich dann eigenständig für sie ein. Sie können auch hinten, Sie sehen das in diesem Fall, Sie sehen, das Stroh wird nicht in der Schwadablage abgelegt, sondern es wird gehäckselt und dann auch noch windabhängig, also der Lexion wird auch noch wahrnehmen, wie der Wind kommt, sodass der Häcksler hinten, der Streuverteiler, dann entsprechend des Windes die Strohablage möglichst gleichmäßig auf dem Feld macht, um das dann später auch gleichmäßig wieder einzuarbeiten in der darauffolgenden Bodenbearbeitung. Oder Sie können natürlich, wie wir es im Bild links schon sehen, wiederum die Schwadablage wählen. Das ist also mal ein Beispiel, um die Automatisierung im Bereich der Landwirtschaft über die letzten 100 Jahre darzustellen. Ganz ähnlicherweise trifft es wahrscheinlich auch auf den Baum, oder in vergleichbarer Weise trifft es wahrscheinlich auf den Baumaschinensektor auch zu. Wir wollen das jetzt aber ein bisschen Beispiel der Landwirtschaft uns anschauen. Und da sind wir jetzt heute. Das ist also die dargestellte Entwicklung bezüglich der Maschinen oder bezüglich als Beispiel der Getreideernte. Und jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen in Zahlen an. Und an diesen Zahlen haben wir dann auch mal noch einmal Auffälligkeiten. Wandel auf dem Lande in Deutschland, das ist eine Grafik vom Deutschen Bauernverband. Sie sehen links, ein Landwirt ernährt so viele Menschen von 1949 bis 2017. Sie sehen also eine starke Zunahme. Gleichzeitig in der rechten Spalte landwirtschaftliche Betriebe und Erwerbstätige sehen Sie, dass die grün dargestellten Erwerbstätigen in der Landwirtschaft stark abgenommen haben. Auch das ist nochmal die Bestätigung der Bilder, die ich Ihnen zuvor gezeigt hatte. Waren vorher noch viele Menschen notwendig, um zu dreschen, schafft es jetzt ein Lexion mit bis zu 120 Tonnen Getreide pro Stunde. Und die Anzahl der Arbeitskräfte nimmt ab. Und auch, was Sie auch noch sehen, die Anzahl der Betriebe, das ist blau dargestellt, nimmt ebenso ab. Gleichzeitig, das zeigt jetzt diese zweite Grafik vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, nimmt die Anzahl und also ist die Anzahl und die Größe, die Veränderung seit 2010 der landwirtschaftlichen Betriebe dargestellt. Und auch hier sehen wir, dass Betriebe, das sehen Sie in der oberen Hälfte, Betriebe kleiner 100 Hektar, die nehmen ab. Und Betriebe größer 100 Hektar, die nehmen stark zu. Also das sind die Entwicklungen der Landwirtschaft, mit denen wir es im Moment zu tun haben. Das sind die Zahlen. Und jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, welche Herausforderungen für die Zukunft sich davon ableiten, was denn die Ergebnisse sind. Wir können festhalten, die menschlichen Arbeitskräfte und die landwirtschaftlichen Betriebe nehmen zahlenmäßig ab. Wir können festhalten, die Betriebsgröße steigt. Auch das bringt neue Herausforderungen mit sich. Wir können auch feststellen, wenn Sie sich so ein Lexion vorstellen mit 13,80 Meter Schneidwerk, Arbeitsbreite Schneidwerk, das sind ja noch links und rechts auch nochmals, also 14 Meter. Sie müssen dieses Schneidwerk und die Maschine auch zum Feld bringen. Da gibt es im Internet auch immer wieder abenteuerliche Videos, wie so Mähdrescher dann über die Straße fahren. Also irgendwo ist die Maschinengröße am Limit. Wir können über die Maschinengröße nicht mehr stark große Produktionsfortschritte erwarten. Das ist nicht nur bei Mähdrescher so der Fall. Und wie sieht eigentlich die Rolle des Menschen aus? Die Rolle des Menschen hat sich auch verändert, von sehr, sehr viel Handarbeit zum Maschinenführer in einer klimatisierten, komfortablen Kabine. Und die Rolle des Menschen wird sich auch weiterhin verändern. Aber wie, das ist auch eine Frage, die ich am Ende mit Ihnen nochmal diskutieren möchte. Und jetzt gibt es auch mögliche Lösungen für die Zukunft. Also es ist dann nicht so, dass nur die Herausforderungen bekannt wären, sondern es gibt auch schon Lösungsansätze, ganze Anzahl an Lösungsansätzen, die ich Ihnen jetzt einfach vorstellen wollte. Zum einen Assistenzsysteme. Das haben wir jetzt gerade schon kennengelernt an diesem Lexion, dass Sie eigentlich ihm nur noch sagen, ich möchte meinen Truschprozess auf diese Zielgröße ausrichten oder auf diese Zielgröße ausrichten. Und der Mähdrescher fährt dann allein für Sie fast schon übers Feld und führt dann Ihre Aufgaben aus, sodass Sie dann nicht mehr selber überlegen müssen, die Dreschtrommeldrehzahl oder die Gebläselüfterdrehzahl in der Reinigungsanlage oder die Fahrgeschwindigkeit, um ihn nicht vollzustopfen. Es ist vielleicht auch noch so, das habe ich vielleicht vorher vergessen zu erwähnen, die Mähdrescher sehen mittlerweile auch eigenständig, was vor ihnen kommt, also die Bestandsdichte. Die scannen das Feld vor sich ab und sehen dann, der Bestand wird dichter, ich muss ein bisschen langsamer fahren, um mich nicht zuzufahren. Also Sie fahren nicht unter voller Motorleistung, sind wir bei 90%, um die Maschine nicht zuzufahren. Oder der Bestand wird etwas lockerer, sodass ich auch wieder ein bisschen schneller fahren kann. Also das sind so Assistenzsysteme. Wir sehen da nachher auch nochmal zwei Beispiele, bekannte Beispiele aus Landwirtschaft und auch Baumaschinenbereich. Dann, was man auch sehen kann, mehr Maschinen pro Beschäftigten. Wie das funktioniert, sehen wir auch gleich noch im Beispiel.
Wir sehen parallele Tätigkeiten, da möchte ich Ihnen ein Forschungsprojekt vorstellen. Wir sehen die Maschine ohne Mensch, das ist vielleicht so das prominenteste Beispiel, der Traktor ohne Kabine. Wir sehen Softwarelösungen zur intelligenten Organisation der Landwirtschaft, was aufkommt. Viele Startups sind in diesem Bereich auch mit beteiligt, um die Entscheidungen zur Bewirtschaftung anhand von Messdaten zu treffen. Also nicht mehr der Landwirt fährt morgens seine Felder ab oder hat irgendwie das Wetter im Blut, sondern Sensoren oder auch Satellitendaten geben Hinweise darauf, wie denn die Felder am besten zu bewirtschaften sind. Dann das Thema Precision Farming. Sodass wir also nicht nur ein Feld als Ganzes betrachten, die Auflösung ein Feld und hier bringe ich jetzt diese Düngermenge auf dem ganzen Feld auf, sondern mittlerweile so ein Teilflächen gesteuert, also ich habe bestimmte Teilflächen im Feld und wo es jetzt ja auch noch hingeht, der Trend bis zur einzelnen Pflanze, sodass ich pflanzengenau beispielsweise Unkrautbekämpfung durchführen kann. Und der letzte Punkt, Vernetzung der Akteure im gesamten System Landwirtschaft. Also, dass alle miteinander sprechen und zwar nicht nur, indem sie den Telefonhörer in die Hand nehmen oder miteinander telefonieren, sondern dass alle miteinander sprechen, indem sie über ein Datensystem miteinander verbunden sind. Also der Mähdrescher meldet schon den Ertrag der Mühle, die Mühle weiß, was auf sie zukommt und so weiter. Der Mähdrescher meldet auch dem Mähdrescherhersteller, auch hör mal zu, hier habe ich eine komische Vibration in der Maschine, womöglich fällt in 100 Stunden mein Dreschwerk aus, wobei 100 Stunden ist jetzt der Mähdrescher für die sind viel, sagen wir mal 10 Stunden, bitte bereite doch schon mal eine Wartung vor. Also diese ganze Vernetzung der Akteure im gesamten System Landwirtschaft. Und wir schauen uns jetzt auch mal an, wie diese Lösungen aussehen können. Das ist so eine Lösung Mensch ohne Maschine. Die Firma Glas hat vor kurzem bekannt gegeben, dass sie die Firma Egg Robot übernimmt, wo diese Zugmaschinen herstellt. Hier sehen wir eigentlich im Prinzip wieder nur noch ein Arbeitstier, zurück zum Pferd, aber jetzt nicht mehr das Pferd, sondern die Maschine an sich. Also ein Zugsystem, John Deere hat ein ähnliches System, also das ist jetzt nicht nur bei Glas so ein System, sodass diese Raupenkatze das Gerät zieht durch den Boden. Ein weiteres System, das wurde, glaube ich, 2016 vorgestellt von der Firma Case, eigentlich von der Form her, wenn Sie es mit dem oberen Bild vergleichen, sieht es dem Traktor, dem jetzt bekannten Standardtraktor, schon viel, viel ähnlicher. Der große Unterschied ist, wir haben keine Kabine mehr. Dieses System war im Prototypenphase im Einsatz. Die Entwickler haben aber auch auf der Tagung 2016, auf der Landtechnik-Tagung verraten, dass hinten am Hubwerk ist noch ein kleiner Steuerstand integriert, sodass diese Maschine auch per Mensch aufs Feld gefahren werden kann und dort dann aber autonom fahren kann. Also auch hier sehen wir schon die erste Herausforderung, wie kommt eigentlich die Maschine zum Feld? In dieser ganzen Thematik, weil die Maschine autonom auf dem Feld fahren lassen, ist das eine. Aber wenn die Maschine nicht autonom aufs Feld kommt, haben wir auch nicht viel gewonnen, weil irgendjemand muss die auch aufs Feld bringen und dann entsteht auch Aufwand. Also auch weitere Herausforderungen. Hier aus dem gleichen Konzern sozusagen eine andere Lösung von New Holland. Wir sehen hier den Traktor schon so vertraut, wie wir ihn kennen. Das einzige nicht Vertraute ist, dass die Kabine leer ist und der Traktor trotzdem fährt. Also hier ein Konzept, sodass der Traktor die Kabine behält. In dem Fall dann also menschgesteuert, wie wir es heute schon kennen, fahren kann. Aber auch in dem Fall, der Mensch kann die Kabine einfach verlassen und der Traktor fährt allein. Ein weiteres Konzept, da kommen wir dann schon ein bisschen mehr in die Roboterbereiche. Hier unten ist dieser Bonirob dargestellt von Amazone und Bosch, die waren daran beteiligt. Also kleine Roboter fahren übers Feld und bekämpfen beispielsweise Unkräuter. Wir haben hier nochmal ein Konzept von der Firma Fendt. Das Xaver-Projekt, das mittlerweile aber Mars heißt. Hier sehen Sie auch nochmal eine Eigenheit, und zwar diese Maschinen arbeiten in einem Schwarmverbund. Es ist nicht mehr nur die einzelne Maschine, die übers Feld führt, sondern es ist ein Schwarmverbund. Sie sehen hier auch kleinere Einheiten. Also die ersten drei Bilder, die ich Ihnen links vorgestellt hatte, die sind viel größere, leistungsstärkere Einheiten. Hier unten sehen wir kleinere, leistungsschwächere Einheiten. Drohnen mag ein Einsatz sein auf dem Feld, um zum einen die Felder zu scannen, zu monitoren, zu begutachten, aber auch beispielsweise um Pflanzenschutzmaßnahmen durchzuführen. Und der letzte Punkt, das hatten wir auch schon angesprochen, das Thema Softwarelösungen, also so, dass diese Landwirtschaft digital wird. Man sieht hier, Sie sehen es in diesen Screenshots, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, dargestellt, so Heatmaps über die Felder verteilt, das können beispielsweise Erträge sein. Sie sehen also digital, wo über Ihrem Feld hohe Erträge sind, wo weniger starke Erträge sind, so können Sie dann auch Düngemengen, jetzt sind wir wieder bei der Teilflächengenauigkeit, bestimmen, die Sie dann ausbringen und auf Ihre Maschine laden. Die Maschine weiß dann eigenständig, an welcher Stelle Sie sind und wo Sie die entsprechende Düngemenge ausbringen sollen. So, jetzt haben wir die Maschinen mal betrachtet. Jetzt wollen wir uns aber auch mal noch die Rolle des Menschen anschauen.
Der Mensch ist ja auch ein entscheidender Spieler in diesem ganzen Umfeld. Und da gibt es, das kommt jetzt aus dem Automotive-Bereich, die sogenannten SAE-Levels von 0 bis 5, wie stark denn die Automatisierungen durchschlagen auf diesen Maschinen und was dann die Rolle dieses Menschen sind. Das ist eine Grafik, die ist in Englisch, weil diesen SAE-Standard einfach nur in Englisch verfügbar ist. Ich hoffe, man kann es aber trotzdem verstehen und lesen. Es ist gar nicht die ganze Grafik wichtig. Das ist eher vielleicht, wenn Sie mal danach schauen wollen, dann haben Sie den Blick, wie diese Grafik aussieht. Wir schauen noch mal in die zweite Zeile. Die zweite Zeile ist für uns die interessantere. Die ist ja auch beschrieben mit der Frage, what does the human in the driver's seat have to do? Und an der ganze blaue Bereich, den schauen wir uns mal an. You must constantly supervise. Das heißt, an dieser Stelle sind Sie für alles, was auf der Maschine passiert, verantwortlich. Und das ist auch der Stand der Technik, wenn wir jetzt wieder im Agrarbereich, aber auch im Baumaschinenbereich sind, mindestens wenn Sie auf der Straße fahren. Es gibt heutzutage keinen Traktor, der autonom, Serientraktor, der autonom aufs Feld fahren kann. Es gibt im Traktor auch noch, zumindest mir das nicht bewusst, wenn Ihnen das bewusst ist, freue ich mich nach einer Diskussion, wenn Sie das einbringen, dass es einen Abstandsregeltempomat im Traktor gibt oder einen Spurhalteassistent auf der Straße. Auf dem Feld sieht es wieder anders aus. Das kennen wir schon aus dem Pkw-Bereich. Also im Traktor auf der Straße sind wir in Level 2, um die Maschine aufs Feld zu bringen. Sie müssen das alles überwachen. Jetzt, wenn wir auf dem Feld sind, sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Da sind wir eigentlich schon Richtung Level 3. Wir sind jetzt beim Serienstand. Wir haben vorher auch schon Lösungen gesehen, die bringe ich nachher auch nochmal. Da sind wir schon Level 4, Level 5. Aber Level 3, das ist so das, was im Moment vorherrscht mit dem Stand der Technik. Und da sehen wir in dieser zweiten Zeile auch eine Besonderheit. Und zwar haben wir eine grüne Fläche und eine blaue Fläche. Wenn die Feature Requests und dann wird es blau, you must drive. Das könnte beispielsweise so sein, Sie können Feldgrenzen auf Ihre Maschine laden, sodass die Maschine weiß, wo die Feldgrenze ist. Gleichzeitig, digitale Feldgrenzen natürlich, gleichzeitig laden Sie auf die Maschine Spurlinien. Die Maschine wird diese Spurlinien, es gibt die Möglichkeit, entweder kürzen, gerade Spurlinien nachzufahren, es gibt auch die Möglichkeit, Konturlinien nachzufahren. Diese Maschine wird die Linie nachfahren und dann beispielsweise 100 Meter vor der Feldgrenze wird sie piepen und warnen und sagen, Sie müssen uns wieder übernehmen. Und da sind wir genau in diesem SAE Level 3, sodass die Maschine, das ist beim Auto ja auch so, Sie stellen sich vor, Sie fahren auf der Autobahn, so können Sie irgendwann mal kommen und das Auto sagt Ihnen, hallo, wir verlassen in einem oder 4 Kilometern, 5 Kilometern die Autobahn, bitte bereiten Sie sich vor, wieder zu übernehmen. Und das ist der Level 3 und so ist es auch im Traktorbereich. Level 2, Achtung, da müssen Sie sofort bereit sein zu übernehmen. In Level 3 werden Sie quasi vorgewarnt. So sind wir also auf dem Feld im Moment unterwegs. Level 3, Level 4 und 5 gibt es auch schon Prototypen und es wird sich natürlich immer noch mal weiter in die Richtung entwickeln. Und jetzt schauen wir mal auf die Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das kennen Sie ja auch. Die Mensch-Maschine-Schnittstelle ist immer eine Wahrnehmung der Dinge, die auf der Maschine oder dem zu bedienenden, der zu bedienenden Kaffeemaschine, der zu bedienenden Laptops, des zu bedienenden Handys passieren und eine Rückmeldung, also in dem Sinne, dass der Mensch kognitive Dinge verarbeitet. Das sehen Sie an dem kreisförmig dargestellten Pfeilen. Der Mensch nimmt das auf, hat kognitive Arbeit und dann hat er das wie in einem Regelkreis. Er macht einen Soll-Ist-Vergleich und anhand dieses Soll-Ist-Vergleichs regelt er den Fehler. Also wenn der Zollzustand nicht hundertprozentig dem Ist-Zustand entspricht, regelt er nach und gleicht dann den Ist-Zustand aus, sodass er seinem Sollzustand immer näher kommt. Und wir sehen unten aufgetragen der Entwicklungsfortschritt nach rechts. Zum einen, der Mensch sieht nur ganz links und muss dann selbst überlegen, was er denn tut. Im zweiten Schritt gibt es eine Handlungsempfehlung. Das heißt, der Mensch nimmt auch immer wahr, aber das System gibt ihm Handlungsempfehlungen. Das kennen Sie vielleicht aus Ihrem Pkw, wenn Sie Ihnen die Handlungsempfehlung gegeben wird, hoch oder runter zu schalten, falls Sie noch einen Handschalter haben. Das wäre eine Handlungsempfehlung. Das heißt, die kognitive Arbeit sinkt. Und ganz rechts sehen Sie diesen kleineren dargestellten Kreis. Die kognitive Arbeit ist eigentlich maximal reduziert, indem nur noch minimale Monitoring-Arbeiten zu übernehmen sind, weil nämlich die Maschine von einem Computer direkt gesteuert wird. Und unten sehen wir das auch nochmal aufgetragen. Die manuelle Steuerung weicht immer mehr der Automatisierung. Der Mensch tritt quasi von der exekutiven Ausführung der Bedieneingaben in die überwachende, monitorende Ausführung. Und jetzt wollen wir uns mal, ich habe da ein schönes Video gefunden, ich hoffe, das startet auch gleich, ich muss gleich nochmal drücken. Ich habe das bewusst nicht gekürzt, das geht jetzt 4 Minuten. Schauen Sie mal, wenn Sie dieses Video 4 Minuten anschauen, was mit Ihnen passiert. Es ist trotzdem auch ein bisschen unterhaltsam dargestellt, sodass es nicht ganz so langweilig ist, aber dann kriegen Sie mal so ein bisschen einen Eindruck, was passiert, wenn Sie mit einem hochautomatisierten Traktor fahren. Wir sehen hier einen Case Quadtrac, der jetzt einschwingt am Fels.
mit einer Sämaschine hinten angehängt. Er stellt jetzt gleich die Lenkung ein. Und jetzt machen wir was Sassen drauf. Das wirkt in einer Maschine, wie die Rolle des Menschen heutzutage ist. So, jetzt dieses Video, ich habe das jetzt bewusst mal 4 Minuten laufen lassen. Es hat sich vielleicht mit der Zeit ein bisschen abgenutzt, weil dann immer noch mehr kam, aber das war bewusst so, um Ihnen dann auch mal zu zeigen, wie das wirkt auf so einem Feld. Also wie es wirkt, Sie machen täglich, ja, es ist ja nicht so, dass der jetzt nur 5 Stunden unterwegs ist und dann wieder was anderes macht, sondern vielleicht die ganze Woche täglich das Gleiche, wie das auf Sie wirkt. Das wird irgendwann langweilig. Er hat an einer Stelle mal was zu tun, das haben Sie gesehen, da hat er ausgehoben und das Vorgewinde selbst gemacht und ist dann wieder eingesetzt. Auch das ist mittlerweile Stand der Technik, dass Maschinen das für sich selbst übernehmen. Also Sie müssen am Vorgewinde nicht mehr selbst lenken, das macht die Maschine selber. Sie kann eigentlich auch über das Vorgewindemanagement selbst ausheben. Und Sie sehen, dass er sich beschäftigt, also er versucht, irgendwie Dinge nebenher zu machen, weil er sich natürlich langweiligt, ist ja mir auch nicht vorzuwerfen. Also das sind die Herausforderungen, die wir haben und das ist Stand der Dinge. Das Video ist jetzt nicht kein Prototypenfahrzeug, sondern das ist Stand der Technikfahrzeug. Also mit diesen Eindrücken, da sind wir heute für den Menschen, ist natürlich jetzt auch ein Sonderfall. Ich vermute, dieses Video, ich kann es nicht rausfinden, ist irgendwo in den nordamerikanischen Bereichen gedreht. Hier in Deutschland mit den Flächenstrukturen ist es natürlich nicht so, dass man eine halbe Stunde nur gerade aus
rausfährt. Die Flächenstrukturen geben es bei uns nicht her. Deswegen wird es vielleicht nicht so extrem. Man hat im Vorgewinde spätestens immer wieder was zu tun. Aber grundsätzlich ist es so ein bisschen ein Eindruck, glaube ich, wie das wirkt. So, jetzt schauen wir uns die einzelnen Systeme, die ich Ihnen vorher mal, haben wir die Rolle des Menschen kennengelernt, die einzelnen Systeme noch mal ein bisschen an, die ich Ihnen vorher aufgezählt hatte, was vielleicht auch dann schon ein bisschen die Diskussionsgrundlage ist. Thema Assistenzsysteme hatte ich Ihnen vorgestellt. Wir schauen uns mal ein Beispiel an aus der Baumaschinenbranche, was die Arbeit auch wieder erleichtert. Sie sehen hier einen Bagger und eine Person, die den Bagger normalerweise einmisst für die richtige Tiefe des Loches. Man sagt ja dann auch auskoffern in der Fachsprache. Und Sie sehen vorne auf dem Löffelstiel in der Mitte rotes Bauteil. Und dieses rote Bauteil ist beispielsweise dazu da, diesen Menschen überflüssig zu machen, indem der Bagger mit dem Messinstrument, das ganz links steht, die Tiefe automatisch für Sie hält. Das heißt, egal was Sie als Fahrer tun, der Bagger wird nicht tiefer gehen als diese voreingestellte Tiefe und so Ihnen assistieren, dass Sie eine schöne Planie bekommen, wenn Sie so ein Loch ausheben. Ein ähnliches System, das hatte ich jetzt gerade schon mal ein bisschen angedeutet, das sogenannte Lenksystem, die automatisierte Lenkung in der Landwirtschaft. Und hier sehen wir auch jetzt, dass dieser Traktor selbstständig am Vorgewinde dreht. Das heißt, der Traktor weiß, wann er ans Vorgewinde kommt, GPS-basiert, weiß dann, was er ausheben muss, dreht dann und fährt in die nächste Spur ein, sodass Sie da eigentlich auch nicht mehr lenken müssen. Dann mehr Maschinen pro Beschäftigten hatte ich angesprochen. Da hatte Fendt auf der Agritechnica 2011, das wurde auch mit der Goldmedaille ausgezeichnet, das sogenannte Fendt Guide Connect System vorgestellt. Sie sehen hier zwei Traktoren. Auf dem unteren Bild sehen Sie die im Einsatz. Da sehen Sie es aber weniger gut wie im oberen oder als im oberen Foto, nämlich dass die linke Maschine keine Person in der Kabine hat. Dieses Fendt Guide Connect System war darauf ausgelegt, dass es eine Master-Slave-Beziehung gibt. Das heißt, die Mastermaschine mit dem Fahrer macht der nachfahrenden Maschine vor, was sie tun soll. Und diese nachfahrende Maschine folgt der vorausfahrenden Maschine 1:1, also ortsbasiert 1:1, in den Tätigkeiten, was ausgeführt werden. Das heißt, wenn die vordere Maschine an einer Stelle den Grupper aushebt, fährt die andere Maschine noch diese Wegstrecke nach und hebt dann ebenfalls an der Strecke aus und setzt dann wieder ein, sodass ein Mensch mehrere Maschinen steuern kann, ist aber seither nicht in Serie gekommen. Dann ein zweites, mehr Maschine pro Beschäftigten. Da sehen wir hier diese losgelösten von Fahrzeugen losgelöste Fahrerstände. Also wir sehen hier links ein Bild von der Firma CAT und rechts John Deere hatte es in ihrem Future Lab auf der Agritechnica 2019 auch vorgestellt. Liebherr hatte 2019 auf der Bauma auch ein System vorgestellt, sodass die Kabine nicht mehr auf der Maschine ist, die Kabine aber ähnlich zu den Kabinen ist, wie wir sie heute haben. Der Fahrer in dieser Kabine sitzt und dann Maschinen überwacht, den Hof überwacht, aber dann zwischen verschiedenen Maschinen wechseln kann. Also er kann sagen, ich möchte jetzt einmal hier Bagger fahren, dann möchte ich Planierraupe fahren oder ich möchte an einer Stelle jetzt den großen Traktor fahren, den kleinen Traktor, ich bin aber immer in der gleichen Kabine. Mehr Maschinen pro Beschäftigtem. Dann das Thema parallele Tätigkeiten. Da gibt es ein Forschungsprojekt Fahrerkabine 4.0. nennt sich das, da war ich in meiner Zeit an der Uni auch noch an den Anfängen beteiligt, aus dem Bereich Agrarsysteme der Zukunft, ein großes Verbundforschungsprojekt. Davon passiert Folgendes, das ist jetzt auch so ein bisschen in Bezug zu dem Video, was wir gesehen haben. Wir haben auf der Y-Achse aufgetragen die Performance eines Menschen, das gilt übrigens nicht nur für die Landwirtschaft, sondern generell, und unten den Stresslevel, den Sie haben, also hoch oder gering. Und Sie sehen in der Mitte einen Bereich, wo Sie am besten arbeiten können. Also zu viel Stress ist nicht gut und zu wenig Stress, da langweilen Sie sich, ist auch nicht gut, da haben Sie also auch keine Produktivität. Und diese Aufgabe ist jetzt durch die Assistenzsysteme, Mähdrescher beispielsweise, das Stresslevel zu senken. Aber, jetzt sind wir wieder beim Video, dem Fahrer werden maschinenfremde Aufgaben vorgeschlagen, die er dann ausführen kann in der Kabine, um ihn dann wieder in ein optimales Level aus Beanspruchung und Belastung zu bringen. Ein weiteres System von der Harper Adams University, das nennt sich Hands-Free Hektar, Maschine ohne Mensch. Das ist tatsächlich so, dass die sich ein Feld genommen haben und gesagt haben, sie automatisieren die Maschinen vollständig. Es wird kein Mensch dieses Feld bewirtschaften. Sie sehen diesen Mähdrescher und den Traktor, der ohne Mensch fährt. Sie sehen oben auch ein Bild des Feldaufgangs. Das heißt, da gibt es noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Das ist noch nicht ganz so sauber, wie man es vielleicht von händischen oder mit Menschen durchgeführter Arbeit kennt. Aber sie kommen Schritte weiter und es wird sich auch da noch in der Zukunft weitere Verbesserungen zeigen. Dann Bewirtschaftungsentscheidungen anhand von Daten. Wir haben ja die Firma Hello Solution als kleine Startup-Inkubator, eine Ausgründung für uns, die vor kurzem sich an der Firma Rumi beteiligt hat. Die machen genau das, indem sie anhand von Satellitendaten die Felderbewirtschaftung, die Weide, das Weidemanagement dem Landwirt vorschlagen, indem das System dann dem Landwirt den Hinweis gibt, wo denn
Der beste Grasbestand im Moment ist, um die Viehherde weiden zu lassen. Nicht mehr der Bauer entscheidet, sondern das System anhand von Satellitendaten. Das können Sie sich vorstellen, gerade bei großen Flächen ist das oder mag das auch eine Hilfe sein. Dann wir sehen das Precision Farming nochmal mit Bildern zum teilflächengenauen Arbeiten. Das hatte ich ja vorher schon gesagt, wenn man die Bestand oder den Ertrag auf den Teilflächen kennt, kann man auch die Düngemenge entsprechend anpassen. Bis rechts ein Bild pflanzengenaues Arbeiten, sodass die Maschine anhand von Laser genau erkennt, wo Unkraut überhaupt steht und nur dann die Unkrautbehandlung beispielsweise durchführt, wenn auch tatsächlich eine Pflanze da ist und nicht über die gesamte Arbeitsbreite und nicht auch nicht auf dem gesamten Feld. Und dann das letzte Beispiel, Vernetzung der Akteure. Sie sehen rechts nochmal den Zyklus dargestellt von der Planung, Bewirtschaftung, Ernte, Transport, Lagerung, Verarbeitung. Das ist der Zyklus, den wir meistens haben. Und dann noch ein Beispiel, wo die ganzen Akteure in diesem System, vom Maschinenhersteller, Zulieferer, Lohnunternehmer, der einzelne Feldschlag, der Landwirt, der Hof, der Logistiker, der Abnehmer, alle miteinander vernetzt sind und miteinander sprechen. Und mit diesen nochmal ein bisschen plastisch bebilderten Trends der Zukunft möchte ich dann auch übergehen und Sie fragen, was denken Sie denn über die Zukunft? Ich habe Ihnen jetzt hier ja ein paar Trends vorgestellt. Zum einen sehen Sie weitere Trends, die kommen. Sehen Sie einen Fokus auf einen der verschiedenen Trends? Sehen Sie irgendwie einen bewussten Schwerpunkt? Wo sehen Sie denn Herausforderungen für diese Trends? Wie gehen Sie mit den Trends um bei Ihnen? Sind Sie eher Akteur, indem Sie da selbstständig auch Treiber sind? Oder sagen Sie eher mal, ich beobachte mal, was passiert und schalte mich dann ein? Und dann ist natürlich auch die ganz große Frage, wie ändert sich aus Ihrer Meinung die Rolle des Menschen?